Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk. Und heute geht es um ein sehr tiefgründiges Drama, nämlich um Mehr denn je. Mit Vicky Krieps und Gaspar Ulliel, der leider vor kurzem gestorben ist. Und leider dreht sich der Film auch um den Tod, um Krankheiten und um das Unvermeidliche. Und wie ich den Film fand, das verrate ich euch nach dem Trailer. In your hands I become soft like water, like silk. Niemand weiß, wie er sich verhalten soll in einer Situation wie dieser. Aber ich weiß es am allerwenigsten. Ich möchte gern nach Norwegen. Norwegen? In deinem Zustand? Und was ist, wenn Dr. Girotor einen Spender gefunden hat? Was passiert dann? Ich weiß, dass ich diese Reise jetzt antreten muss. Mister? Mein Name ist Bent. Hat aber auch Zeit. Kuckuck. Du siehst gut aus. Glaubst du, hier zu bleiben ist egoistisch? Die, die stirbt, bist du. Ich glaube, ich habe etwas Wichtiges verstanden. Ich komme. Ich finde schon eine Lösung. Bleib. Das ist hart für ihn. Die Natur, der Himmel, der Wind. Es ist seltsam, ich bin zwar krank, aber gleichzeitig fühle ich mich wohl. In Mehr denn je geht es um Hélène und Mathieu. Und mein Hund kratzt an der Tür, weil der raus möchte. Und es geht um, wie gesagt, Hélène und Mathieu, gespielt von Vicky Krieps und Gaspar Ulliel. Und Hélène ist schwer krank. Sie leidet an einer Lungenfibrose. Das heißt, dass in ihrer Lunge immer mehr Narben sind und sich dann quasi immer weiter entzünden und aufstauen, sodass irgendwann keine Luft mehr in die Lungen reinkommt und sie erstickt. Und ihr Freund Mathieu will unbedingt, dass sie sich helfen lässt, dass sie eine Spenderlunge kriegt. Doch irgendwann trifft Hélène auf einen Blog im Internet und sieht darauf Bilder aus Norwegen, lernt dort einen Mann kennen, der auch einfach nur Mister genannt wird online, und entscheidet sich, sie möchte jetzt vor ihrem Ende, vor dem unvermeidlichen Tod, möchte sie nach Finnland oder nach Norwegen, ich weiß es gar nicht mehr, Norwegen, sagen wir mal, Norwegen, und möchte nach Norwegen, um dort quasi diesen Mann kennenzulernen, der offenbar auch Krebs und all jene Sachen überwunden hatte. Und ja, also reist sie alleine dorthin, gegen den Wunsch ihres Freundes, und lebt dort erstmal ein bisschen. Und das ist im Grunde die Geschichte. In Mehr denn je. Ein Film über den Tod, ein Film, der uns nah an das Thema bringt, dass wir sterbenskrank sind, oder der Film lässt es uns auch mitfühlen, das muss ich einfach auch mal direkt sagen. Also was Vicky Krieps hier teilweise durchzieht schauspielerisch und sich da einen abhustet und einen abröchelt, man hat irgendwann das Gefühl, ach du Scheiße, ey, ich fühle mich jetzt langsam auch krank. Und der Film geht so tief in die Materie und ist so unangenehm teilweise, dass wir so eine starke Bindung zu ihr bekommen und eine so starke Bindung zu diesem Thema bekommen, dass wir uns, dass der Film uns gar nicht mehr locker lässt. Und ich hab's gehabt, dass ich dann so nach 50, 60 Minuten da saß und ich konnte nicht mehr aufhören, auf den Bildschirm zu schauen, weil der Film sich so tief in mein Herz brennt und sich so tief verankert mit seiner Thematik, mit wie reagieren wir Menschen, wenn das Unvermeidliche, also der Tod, kommen wird und wir wissen, wir werden sterben in 2-3 Monaten, vielleicht 2-3 Wochen. Was machen wir? Was sind unsere letzten Taten? Wie reagieren unsere Partner darauf? Oder wie reagiert unser Partner darauf? Wie reagieren unsere Familien darauf? Wie möchte ich überhaupt von der Erde gehen?
Und tut es mir denn selber theoretisch weh, so von der Erde zu gehen? Allein die Entscheidung, eine Spenderlunge anzunehmen oder nicht, ist Teil dieses Filmes und wirkt so menschlich und nahbar, wenn man dann da sitzt und sagt, ja, okay, dann ist das so, dann akzeptieren wir das so. Und dann baut sich eine Distanz auf zu ihrem Freund, der quasi das exakte Gegenstück von ihrer Entscheidung ist. Und so werden wir ab ungefähr Minute, sagen wir mal 80, in einen Zwiespalt gelotst, der uns wirklich zum Hinterfragen einlädt. Wie würden wir als Partner, als einer Person reagieren, die sich entscheidet zu sterben? Wie reagieren wir? Also was ist das, was wir als erstes machen würden? Und ich finde es so großartig, wie dieser Film dieses Thema aufwirft, wie er nicht weiter in die Wunde sticht, sondern diese Frage einfach liegen lässt und sich sagt, okay, denkt drüber nach, redet darüber, wie ist es, was würdet ihr tun? Und der Film hat auch ganz viele Thematiken danach noch und auch viele Punkte, über die man nach dem Film noch diskutieren kann. Und ich muss wirklich sagen, das war stark. Also mehr denn je ist für mich eine kleine, aber wirklich feine Überraschung, die sich hier und da ein bisschen zieht in der ersten Hälfte. Hier und da kommt er dann leider ein bisschen sehr in den Tritt. Auch wenn sie dann in Norwegen ist, dann braucht der Film wieder so 20 Minuten, bis er mal wirklich wieder in den Fluss kommt, den er vorher verloren hatte. Aber ansonsten ist das ein richtig guter Film. Und ich würde den empfehlen, guckt den euch an. Der wird wahrscheinlich in den kleinsten Kinos Deutschlands laufen, wenn überhaupt. Aber er lohnt sich. Ich gebe 7 von 10 möglichen Punkten für Mehr denn je. Habt ihr den vielleicht sogar schon in der Sneak gesehen? Dann schreibt mir in die Kommentare, habt ihr denn überhaupt Lust auf diesen Film? Und ja, schreibt mir das in die Kommentare, ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich danke fürs Zuschauen und zu hören. Morgen kommt eine neue Kritik, lasst ein Like und ein Abo, damit ihr auch mitbekommt. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.